Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich muss sagen, ich bin slightly aufgeregt, weil das hier ist ein etwas anderes Video. Ich habe letztens meine Community auf Twitter gefragt, ob die Lust hätten darauf, dass ich ein Minecraft-Let's Play anfange. Und ich weiß nicht warum, aber der Tweet hat 5500 Likes oder so bekommen. Crazy Feedback. Das Ganze, muss ich sagen, ist auf jeden Fall inspiriert oder angetrieben durch die PewDiePie-Videos. Ich habe die letztens entdeckt und bin fucking addicted, Boys. Und jetzt habe ich unfassbar Bock, auch ein eigenes Let's Play anzufangen. Ich habe keine Ahnung, wo das hingehen wird, Freunde, aber let's get it. Alright, Boys, wie nennen wir den Aal? Gehen wir für Domo World. Alright. Auf OG-Zeiten angelehnt. By the way, kleiner Fun-Fact, Domo wird gerade hierher geschippt nach Köln. In diesem Moment quasi, könnte man sagen. Er ist aktuell so ein bisschen, sag ich mal, eingewickelt. Hier, kleines Bild. Aber keine Sorge, Freunde, ihm geht's gut. Es ist nur, dass ihm nichts passiert. Boah. Ich habe mir so auf richtig ernst tatsächlich auch so einen Shader installiert. Auf ganz, ganz, ganz ernste Basis. Ich muss sagen, tatsächlich, Freunde, ist es, glaube ich, das allererste Mal in meinem Leben, dass ich einen Minecraft-Singleplayer spiele. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe alles schon gemacht. Ich habe mit Freunden zusammen gespielt. Ich habe Modpacks solo gespielt. Aber einen Minecraft Singleplayer Vanilla habe ich noch nie gemacht. Das ist noch nie passiert. Und Bro, der Baum ist so verkopft. Holy shit. Ich möchte schon mal einen kleinen Disclaimer hier sagen, okay? Es wird 100%ig passieren, Freunde, dass ich Bäume nicht komplett abbaue. Und ihr könnt nichts dagegen tun, okay? Es ist so. Ihr könnt nichts dagegen machen. Da müsst ihr alle durch, Freunde. Alright, boom, bam, boom. Bam, boom, 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 bam. Ja, da, vom Ding her, okay, soll das hier ein regelmäßiges Ding werden. Also wenn ihr das Ganze feiert und ihr wollt es regelmäßig sehen, dann wirklich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Like da lasst, einen Kommentar mit, hey Kevin, das Video ist nicht ganz so scheiße wie sonst, sondern das ist actually ganz okay. Damit ich weiß, okay, ihr habt Bock drauf und ich kann davon mehr machen. Check hier. Drehen wir mal hier den Aal hoch. Bro, das ist schon full bright. What the fuck? Ah, das ist Cap. Digga, ich sehe schon kommen, wie irgendjemand reinschreibt. Hey Kevin, bei Minute 3:35 hast du Kohle übersehen. Ansonsten ein ganz nices Video. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich irgendwie so Modpack oder so mache. Aber Re-Rap, ich glaube, es ist einfach am most cozysten. Moin. Und tot. Oh, da unten ist noch dein Bruder. Dann bringen wir den auch noch um. Moin. Get critted on, bitch! Ja, ich glaube, es ist am most cozysten tatsächlich, wenn ich einfach Vanilla spiele und meine Kreativität schwelgen lasse. Ist das ein deutscher Satz? I don't fucking know, man. Alright, unsere erste Challenge für heute ist, erstmal so eine Art Base zu bauen. So irgendwas relativ Simples. Ich würde da so für so ein Holzhaus gehen oder so mit ein bisschen Glas. So war so mein erster Vibe, aber wir gucken mal. Alright, lass uns ein bisschen Holz getten und dann geht's ab. Okay, Freunde, ich habe jetzt ungefähr ein Stack Holz abgefarmt. Ich habe sogar, okay, wir müssen ja hier nicht gleich die erste Folge gleich kritisch starten, den Baum komplett für euch abgebaut. Ja, ich kann es auch selber nicht fassen, krass. Und ich würde sagen, wir traveln jetzt mal und suchen nach einem Ort für unsere Base. Ich fände es geil, wenn es irgendwas am Wasser wäre. Boah, das ist schon geil hier. Boah, das könnte krass sein. Stellt euch vor, wir machen einfach hier komplett die Bäume weg. Und vielleicht hier auch und bauen quasi eine Stadt um den Fluss hier. Boah, der sieht richtig geil aus. Hier gibt es noch so einen Zeitfluss. Ich glaube, da hinten geht es so zum Meer. Boah, wie Kids mit einem Weißwein in Berlin sagen würden, das ist ein Mood. Bro, ich muss unbedingt aufhören, Jungs zu sagen. Ich versuche aktuell, okay, auf wirklich absolute Tryhard-Basis, mehr Mädchen für diesen Content zu begeistern. Also, wenn ihr ein Girl seid und ihr guckt es, bitte empfehlt es eurer Freundin, eurer Mom, eurer Oma, Bro. Ist egal. Ich habe, glaube ich, 5% weibliche Zuschauer auf YouTube. Das ist einfach nur frech. Boah, Junge, Alter. Imagine, ihr schlaft und ihr waked up zu dem View hier. Uff, Alter. Mit den Fischis, mit den Bäumis. Geil, Digga. Wir bauen, glaube ich, die erste Menschen da oben hin. Boah. Das ist Marc, der Fisch. Moin. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebo. Ich werde dich vielleicht nachher umbringen, Bro. Ja, früher warst du, habe ich dich okay. Mal gefeiert. Okay, okay. Vielleicht mach ich's auch jetzt. Sorry. Freunde, es muss getan werden, was getan werden muss, you know? Essen verdient sich nicht von alleine, Mann. Boah, Junge, I had to grind for this view. Holy moly.
Oh! Oh, hier sind gleich Kühe. Okay, das ist ein Zeichen, Jungs. Boah, ich überlege, ob wir diese Kuh gleich einzäunen für uns. Um sie später zu vermehren. Guck mal, die hat richtig Bock auf uns. Ja. Alright, komm her. Nein. Bleib da. Bro, nein. Hallo! Okay, warte mal, wie trappen wir die jetzt? Okay. So. Ja. Los, mach. Ich geb dir gleich einen Punch, verdammte. Okay, wisst ihr was? Ich grab euch einfach hier ein. Boom. Let's go. Alright, ladies and gentlemen. Wir haben unser erstes Haustier. Oh. Ich hab sogar einen Namen. Das ist Maler. Ich weiß nicht, der andere wird es vielleicht wissen, dass du glaubst. Ich habe eine Patenkuh. Maler. Und ja, Mann. Kühe sind die besten Tiere, Bro. Was auch ein großer Grund war, warum ich vegetarisch gegangen bin. Alright, das juckt actually keinen. Ich brauche ein Bett. Oder wir gehen erstmal mine. Okay, fuck it, wir gehen erstmal mine. Alright, ladies and gentlemen, unser erstes Eisen. Ich kann es nicht fassen. Hätte ich erst Eisen abbauen sollen, dann hätte ich die Schafe vorher nicht umbringen müssen. Naja. Okay, mir ist gerade aufgefallen. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, mir ist gerade aufgefallen, wir haben keine Fackeln. Aber. We got blessed from the Minecraft God, guys. We got some coal over here. It's very crazy, man. I can't help myself, man. It's crazy, dude. Ich habe übrigens oft in den Kommentaren gelesen, unter anderen Videos, dass ich sehr viel Englisch rede und ich bitte damit aufhören soll, weil ich damit auf Krampf versuche, cool zu sein. Leute, ich rede einfach so, Digga. Meine Freunde reden so, ich rede so, alle bei uns reden so. Was soll ich machen, Mann? Okay, warte mal, weil jetzt, wo ich einen Shader habe, müsste doch das hier funktionieren, oder? Perfekt. Das funktioniert nicht. Top. Boah, Junge. Baustrahler. Digga, halb erblindet. Okay, geil wäre, wenn wir auf entspannte Bruderbasis erstmal so ein bisschen Eisenrüstung bekommen und so. Und vielleicht auch Eisenwerkzeuge wäre, glaube ich, ganz nice. Oh, was ist hier? Eine Cave? Any diamonds around? Oh, let's go. Let's go. Da unten ist ein Mineshaft. Boah. Digga. Jackpot. Alter, Jackpot. 4000 Eisen hier. Traum. Das sieht ganz gut aus, dass wir hier Full Iron rausgehen. Weil ich... Boah, ich glaube, hier ist locker. Also, keine Ahnung, wie viel brauchen wir? 24 oder so? Ich glaube, wir gehen später nochmal hier zurück, Jungs. Ich habe das Gefühl, ich verlaufe mich jetzt. Knockback 2. Okay, ich glaube, das ist wirklich kompletter Müll. Alright, ich glaube, wir haben hier erstmal alles. Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit, dass wir Full Eisen sind. Nice, das sollte es aber auch sein. Und so Eimer und so. Und dann kann es hochgehen. Alright, geh mir hoch. Oh, Bro. Oh, nee. Oh ne, komm ich hierher? Oh Gott, ja, holy shit. Ich dachte schon, ich habe mich verlaufen. 40 Eisen, Digga. Wilde Ausbeute. Und ich glaube, es ist wieder Tag. Digga, wirklich. Hustler-Mindset, Digga. Die Nacht so gut genutzt, wie nur ging. Ah, okay, actually ist noch Nacht. Okay, never mind. Alright, zurück zu unserer Base. Moin. Oh! Hau ab! Okay, Digga, das war knapp. Ich weiß nicht, ob wir sie ganz zumachen. Ey, es tut mir wirklich unfassbar leid, Maler. Aber, es tut mir leid, aber wir müssen dich leider zumachen. Ja, ich weiß, es ist schwierig für uns alle. Sorry, Mann. Wir können nicht direkt an Tag 1 unser erstes Tier verlieren. Das funktioniert nicht. Oh, wir können ihm aber, wir können Maler noch einen Freund mit reinschummeln. Das ist Torben, die Kuh. Ah, weißt du was, Tom? Draufgeschissen, Mann. Ganz ehrlich, ich wollte eh keine zweite Kuh haben. Ja, jetzt auf einmal wieder ankommen, hä? Digga, Alter, komm noch einmal dumm, Junge, und ich krieg dich so beiseite. Du bist so weggekrittelt.
Alright, während das brät, würde ich sagen, terraformen wir ein bisschen mit den Besties. Boah, nice. 12 Stück, Junge. Traum, Alter. Junge, I had to grind for this. Uff. Digga, wär's eher Model. Oha, da ist hinten das Enderman. Alter, ich zeige euch, was Basti mir gezeigt hat. Watch this. Fuck. Minus 2, 3, 6, 7, 8. Ey, ich kann mich auch einfach nicht navigieren in diesem Scheißspiel, Mann. Digga. Digga, bin ich dumm? Digga. Ich find's nicht. Scheiße, Digga. Ich muss, glaube ich, in der Aufnahme nachgucken. Oh, nee. Digga, minus 236. Oh, mein Gott, Digga. Ich bin der dümmste Minecrafter werden. Ich weiß es nicht. Ey, bis ich da ankomme, sind die fucking Items weg, Mann. Aber zum Glück habe ich heute so ein Hunter vs. Player-Video gesehen von Dream. Deswegen ist mein Skill insane. Ich werde sehr, sehr schnell dahin traveln. Bro, who's this guy? Boah, Junge! Digga, Basti wäre so stolz. Okay, vielleicht auch nicht. Alright, Freunde, wir sind zurück. Es gab auf dem Hinweg hier absolut keine Probleme. So, zack. Kurz den Fisch ein bisschen Lebensraum klauen. Shoutout Mark, der Fisch. Alright, wir brauchen ein bisschen Samen. Digga, so geil, wie man als Kind einfach Sex nicht sagen wollte und deswegen einfach immer SEX gesagt hat. Digga, das waren die good old times, Mann. Du hast Sex gesagt. Vor allem, man fand es irgendwie cringe, Sex zu sagen, hat aber da Wörter gesagt wie so Pullermatz oder so. Also jedenfalls war es bei uns so, I don't know, wie es bei euch war vorne. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. So, bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Boah, das ist krass unsatisfying. Na, egal. Okay, muss reichen. Alright, es wird Nacht, Ladies and Gentlemen. Wir machen uns schon mal eine Schere. Fürs nächste Schaf, was wir sehen. Ach, kriegen wir noch irgendwo ein Schaf her? Oder allgemein erstmal was zu essen? Digga, wir haben halt gar nichts, Mann. Wir können Mark braten. Alright, wir braten Mark, Freunde. Penner. Danke, Mark, du bist der Beste. So, alright. Wir gehen auf die Suche, Ladies and Gentlemen. Okay, hier unten sind Creeper. Ich fände es uncool, direkt nochmal zu sterben. Oh! Oh! Let's go! Oh mein Gott. Digga, du siehst extremst heiß aus. Ach nö, Digga. Ich sehe mich gleich schon wieder in der Aufnahme gucken, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, let's go. Okay, jetzt kurz hier runter, ohne zu sterben. Perfekt. Halb gestorben. Okay, warte mal. Wir machen uns ein Schild, right? Oh mein Gott, okay. Warte, ich muss es equippen. Oh Gott, okay, let's go. Okay. Boah. Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Digga! Top 5 heaviest Minecraft Fights, Mann! Oh mein Gott! Bro, was?! Digga, ich dachte, ich mache einfach ein chilliges Minecraft-Let's Play. Ich dachte, ich spiele einfach eine chillige Runde Minecraft. Ich hab kurz drüber nachgedacht, ob wir es in Hardcore machen. Oh mein Gott, Digga. So, das ist richtig schön. Okay, warte mal, ich bin noch irgendwo anders gestorben. Hier. Nee. Nee, oh mein Gott, seid ihr viele.
Ah. Ah, die wird krank weggekombot und ihr könnt nichts machen. Digga, wir sind eine halbe Stunde into it, Junge, und ich habe schon die komplette Welt ruiniert. Digga, als kleine Entschädigung für mich selber muss kurz dieses Schwein sterben. Es tut mir leid. Und Marks Bruder. Torben. Und der Typ, keine Ahnung, der hat keinen Namen. der hat keinen Namen, scheiß auf den. Okay, oh mein Gott, Digga. Das ist, glaube ich, der mit Abstand schlechteste Start in einem Minecraft-Let's Play ever. Ich glaube, for real, man kann nicht schlecht anfangen. Alright, Freunde, wir sind zurück. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Und wir können uns ein Bett machen jetzt. Es ist ein bisschen wie in Real Life, Alter. No joke. Ich habe auch im Real Life seit 3 Monaten oder so kein Bett. Ich schlafe aktuell immer noch auf einer Couch. Oh mein Gott, Digga. Oh Gott, wirklich, ich war noch nie so satisfied. Alright, ich würde sagen, wir terraformen hier so ein bisschen den Berg weg. Der Berg muss weg. Der Berg muss weg. Der Berg muss weg. Der Berg muss weg. Alright, Freunde, der Berg ist weg. Ich habe alles an Bett und Furnace und so habe ich hier rübergebracht. Damit wir jetzt hier unsere 5 Millionen Dollar Mansion hinbauen können. Mit Wald und Flussblick. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Sehr, 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 sehr wichtig. Bro, ich habe das Gefühl, das wird das most basic Minecraft-Haus, was jemals existiert hat. Digga, wer auch nur ein Guy hatet mich dafür. Oder Girl. Dann knallt's, wirklich. Ey, ich muss sagen, ich würde mich auch übelst freuen, wenn ihr vielleicht die ein oder andere Sache reinschreibt, die ich bauen kann. Das wäre wirklich sick. Ich bin ein unkreatives Stück Scheiße, was ihr, wenn ihr mir schon länger folgt, vermutlich wisst, weil alle Formate und alles, was ich mache, ist basically gerippt aus Amerika. Ja, und das ist in Minecraft halt nicht anders. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir bauen können, Freunde, dann hit me up in the comments, guys. I'm reading it all. And activate the clock, man. Okay, und jetzt habe ich mir überlegt, machen wir hier. Ja, jetzt wird's smart. Haltet euch fest. Warte mal, wir können, glaube ich, diese machen, oder? Boah, Digga. Smartest Minecraft alive. Okay. Boom. Nee, so wollte ich die nicht. So, boom, jetzt, oder? Hä? Ich will, dass die so sind. Was will dieses Game von mir? Oh, nee, warte mal, das ist auch nicht richtig, oder? Doch. So, okay, okay, okay. Und jetzt machen wir... Alright, das kann man nicht machen. Wusste ich, war ein Test. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Oh, 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 oh. Scheiß auf die Treppen, Bro. Ich habe eine bessere Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird so cool aussehen. Warte mal, das funktioniert gar nicht so, wie ich das wollte. Ah, scheiß drauf, wir nehmen die Treppen erstmal. Bro, ganz ehrlich, muss reichen. Digga, das ist mir jetzt auch scheißegal. Ich baue den Rest mit den Slabs zu. Digga, ich gehe jetzt nicht nochmal Holz fahren. Junge, gar kein Bock. Oh mein Gott, wenn das jetzt auch nicht reicht, ich schwöre schon. Bro, boah, Digga, das ist so unsatisfying. Jetzt gehe ich für die 3 Holz nochmal farmen, oder was? Hier ist ein Frust-MLG. Alright. Der hat ja wirklich krank gehittet, Mann. Ich habe das Gefühl, das Minecraft-Let's Play sollte sehr, sehr chillig werden, aber stresst mich mehr als alles andere. Oh! Oh! We did it! Let's go! Geil, geil. Oh nein. 1, 2, 3, 4, 5. Warum sind es auf einmal 5 auf der Seite? 1, 2, 3, 4. Alright! Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß daran und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Peace, peace.